Patrick Borchert, ich komme aus Hagen und ich studiere an der Barry University in Miami, Florida. Ich habe in Deutschland in der Westfalenliga gespielt, auf einem recht guten Level. Ich wusste nicht, ob ich studieren will oder ob ich danach eine Ausbildung anfangen will nach dem Abitur. Und dann habe ich durch meinen Athletiktrainer Jan kennengelernt und Jan hat mir dann über den College Soccer erzählt und ich war sofort von der Idee begeistert und ich entschieden, dass ich das verfolgen will. Hier in den USA sind einfach Studium und Fußball aufeinander abgestimmt. Also Studium ist meistens am Morgen, wo man zu den Kursen geht und dann danach direkt zum Training. Und es gibt halt keine Konflikte. Man muss jetzt keine Klausur schreiben, wenn man Training hat. Oder man kann auch manchmal Schule ausfallen lassen, wenn man ein Spiel hat, wenn man auswärts zu Spielen reist. Und das ist einfach alles miteinander abgestimmt. Und Fußball hier wird sehr anders gespielt. Hier wird sehr viel Wert auf Fitness gelegt und dadurch wird das Spiel sehr schnell und man muss schnellere Entscheidungen treffen und hier ist sozusagen jeder ist hier fit, jeder ist hier schnell und athletisch und dadurch ist das Level ist einfach anders und es wird sehr viel von einem verlangt. Vor allem hier in Miami ist es eigentlich jeden Tag mindestens 25 Grad und da wird schon viel abverlangt vom Fußball. Ja, in der Saison sind meistens zwei Spiele. Spiele sind meistens mittwochs und samstags. Und dann wird morgens ist meistens Schule. Und nach der Schule wird meistens trainiert. Also vielleicht von 10 bis 1 ist Schule, dann um 3 Uhr ist Training. Montags, dienstags, dann mittwochs, morgens Uni. Danach ein Spiel, donnerstags Regenerationstraining, natürlich Uni wieder morgens und dann Freitag ist wieder Training und sich auf Samstag vorzubereiten und dann sonntags ist meistens dann frei. Ich denke, hier ist es einfach alles ein bisschen relaxter als in Deutschland. Ich lerne hier sehr viele neue Leute kennen, sehr viele neue Kulturen, ich lerne eine neue Sprache. Und ich kann in Miami wohnen, was ohne das Stipendium eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre. Ja, ohne Soccerships hätte ich über College Soccer ja eigentlich gar nichts gewusst. Und durch Jan und sein Team und sein Wissen hat er mir viel erzählt und viele Informationen gegeben, die ich brauchte, um auch die Tests zu bestehen und um Kontakt mit den Trainern herzustellen. Und selbst vor Ort war Jan öfter hier und hat mich hier besucht und geguckt, wie es hier läuft. Und hat hier sehr viel für mich getan.